Arbeitslos. 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 Die Jugendarbeitslosigkeit in Dornbirn ist innerhalb eines Jahres um ein Viertel gestiegen. Dieses Problem kennt auch Elmar Luger. Ja, für die Gesellschaft ist das meiner Meinung nach die größte Katastrophe, wenn so viele junge Menschen wie derzeit arbeitslos sind und keinerlei Hoffnung und Perspektiven haben, in den Arbeitsmarkt überhaupt einzusteigen. Wir haben im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit ein sehr breites Angebot an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen hier. Das Albatros und das Job Ahoi über die offene Jugendarbeit Dornbirn, ein Beschäftigungsprojekt über die ambulante Jugendpsychiatrie und auch verschiedenste Bildungsmaßnahmen über die Aquamühle. Die Dornbirner Jugendwerkstätten wurden 1995 gegründet. Derzeit arbeiten 50 Jugendliche mit. Ein Auftraggeber ist die Firma Sperger aus Lustenau. Hier werden Putzlappen aus verschiedenen Materialien hergestellt. Die Rohstoffe sind alte Kleidungsstücke. Täglich arbeiten 5 bis 6 Jugendliche und Wiedereinsteigerinnen in dieser Werkstatt, um die Unmengen an Stoffen zu verarbeiten. Für die Firma Walter Bösch aus Lustenau werden Schachtverbindungen für Klimaanlagen und Lüftungen hergestellt. Vor allem handwerkliches Geschick und Präzision sind bei dieser Arbeit ausschlaggebend. Unter dem Motto Kopf, Herz, Hand werden die Jugendlichen speziell für den Arbeitsalltag vorbereitet. Kopf, Herz, Hand zielt darauf ab, dass der Jugendliche weiß, was zu tun ist, welche Arbeit zu machen ist. Der Jugendliche soll diese Arbeit gerne machen, er will sie machen und vor allem, er kann sie machen. Und für dieses haben wir ein umfassendes Maßnahmenprogramm erarbeitet. Unter anderem gibt es hierfür die betriebliche Gesundheitsförderung. Und da gibt es morgen zum Beispiel ein gesundes Frühstück. Gesunde Ernährung ist einer der Grundwerte in der Ausbildung. Ja, hier in den Jugendwerkstätten gibt es unterschiedliche Werte, die es zu vermitteln gilt, wie zum Beispiel eben Arbeitstraining. Wir wollen, dass die Jugendlichen gut miteinander rauskommen. Es geht auch um die Vermittlung sozialer Werte, verschiedener Alltagskompetenzen. Und hier haben wir ein intensives Bildungsprogramm für unsere jungen Menschen vorbereitet. Durch das ganzheitliche Arbeitskonzept gelang es den Dornbirner Jugendwerkstätten seit der Entstehung, rund 1000 Jugendliche bei ihrem Hauptschulabschluss zu unterstützen. Darüber hinaus konnten mehr als 2/3 der Jugendlichen an Firmen vermittelt werden. Ein großer Erfolg im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit.